Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Ja, wie ihr seht, wir haben die Heizung an. Die lieben die Wärme, die liegen nur da. Ja, ein kleines Bäuchle trotz der Entwurmung. Na? Sie fressen, aber heute nicht so viel. Die sind noch schockiert, wo sie sind. Na, ein bisschen schüchtern, haben sie schon versteckt. Rosi, Otto, der Otto, Dodo. Na, nicht, dass sie krank sind, whatever. Ah, man weiß ja nie, gell. Schildi hat ja auch schon hier ihr Unwesen getrieben, wie ihr seht. Ja, hab wieder eine Schmerztablette genommen. Also, das ist schon nicht ohne diese Zahndingsbums da. Wahrscheinlich heute Morgen war noch die Spritze, hat noch gehalten. Ich habe kleine Kataflamme, es ist weg. Ja. Also ich muss mir schwer überlegen, ob ich die andere Seite noch mache. Das ist ja, sind schon krasse Schmerzen. Gucken wir mal. Also ich muss euch sagen, mein Mann ist gestresst hoch 10. Dieses Schaf ist ein Schreischaf. Er bringt immer Futter, Futter und die frisst und frisst und schreit und schreit. Was willst du denn? Und das so laut, egal wo du bist im Haus, das stört ja auch die Nachbarn. Wenn die nicht aufhört, wird sie verkauft, sagt der Mahmoud. Du Cleo, Mama Cleo, benimm dich. Sonst, nee, das geht nicht, du kannst ja nicht rumschreien. Der verkauft dich. Und die Kuh auch noch voll. Was willst du das sagen? Boah, hört mal, wie laut es ist auch noch. Die Hühner sind schon im Bett. Da, wisst ihr, wer jetzt Eier legt? Die Whoopi Goldberg, Sister Act, legt Eier. Ja, alles gut. Wo ist der Garfield? Garfield? Ja, nicht da. Heide, nein, das ist wirklich ein Stress. Alle Minute so ein Bäh. Und du lernst das auch von derre. Nee, es gibt kein Futter mehr. Später. Also nee, weiß nicht. Mein Mann bringt Klee, Klee, Klee über Klee. Und die ist ja schon so dick. Als Belledi. Ne? Esst ihr noch die Reste und morgen gibt's wieder. Also nee. I don't know. Ja. Na komm, ich bring noch was. In Konsequenz, aber weiß auch nicht, was man da machen soll. Ja. Schreit da rum, wie am Spieß. Guck mal deinen Bauch an, du frisst den Schafen, den Ziegen alles weg. Und der Kuh. Boah. So, komm, Fausi, hopp. Komm zu Mama. Der vermisst mich, der Kleine. Ja, komm, ruh. Der will raus. Sam, Sam. Komm. Ja, Labina. Steht doch nicht auf. Jetzt hocke ich hier umsonst. Erst ruft er mich und dann kommt er nicht. Hört ihr, jetzt habe ich Futter gegeben, jetzt halten sie die Klappe. Heide, nein. So, Zoom. Hallo. Guck mal, der Fausi, das ist meine. Geh weg von ihr. Der tut die wegscheu. Au! Oh, habt ihr's gesehen? Also bitte, nicht auf meinem. Du tust mich verletzen, anstatt mich zu beschützen. Ja, Fausi. Du musst lieb sein. Er ist eifersüchtig. Sim, Sim. Du Arme, darfst nicht kommen. Komm, Fausel. Ja, Labina, komm her. Der guckt und wo ist die Sheila? Keiner darf die anfassen. Der ist so beschützerisch. Protective. Sehr gut. Guck den an. Guck dir die Omas wieder an. Die Alten sind der Hammer. Jo, komm. Komm. Komm, Krauli. Komm, Lausi.
Ja, der Große. Guck nicht immer nach den anderen. Mama ist da. Komm mal an die. Die guckt unter meine Abaya. Lass die gucken. Ich habe eh noch eine Hose dran da. Lass sie gucken. Also. Die will die neueste Mode sehen. Was trägt Ägypterin drunter, die Deutsche? Nicht Ägypterin. Ne, unter der Abaya. Komm, Habibi, komm. Komm. Ah, da brauchst du Geduld, bis die kommen. Aber die kommen. Sim, so Sum. Komm, Habibi. Sheila die glotzt nur da oben runter und lässt ihren Schwanz runterhängen. Seht ihr es? Ah ja. Die Äffle. Heidi, Beidi. Mausi. Ja, wir sitzen draußen. Ich habe den Fausel dabei. Gell? Ja. Oh, bist ein Fausel. Hinter mir. Na gut. Vorne. Kerle. Ja, der Mohammed ist wieder da. Der hat seinen... Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen, weil ich gerne zu raus. Momentan viel. Nach 5 Tagen oder so. Jetzt bleibt da noch 10. Und die machen oben die Farbe. Und Türen hat er gebracht. Türen, Holz. Der Schreiner fängt dann auch an und macht seine Türen. Inshallah. Ja. Jetzt ist Maghreb. Mein Mann geht schon. Ah, Mohammed ist da auch. Tiggy Wiggy. Also ich sag euch mal, ich habe den Garfield. Wer ist denn jetzt das? Hast du einen neuen Freund? Nein, das ist Ashashi. Hä? Ashashi, Ahmed, Amelia. Ich sage dir, das hab die. Masha'Allah, der hat sich die Haare blond gemacht. Hallo, mein Amelt. Und der bitte war wir. Bei seiner Frau. Vielen Dank. Also, an der Amelt der wir. Der. Ayua Mohammed. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ja. Sag, war der beim Coiffeur oder hat es seine Tante gemacht? Meine Amalula. Die Ameti, die. So groß. So groß eine Frau. Maschi, halas. Ja, die ist seine Tante, glaube ich. Guck mal, der frisst trockenes Teig. Wollt's ihm wegnehmen, hat er geschrien wie ein Baby. Sag mal. Ja, frisst erstmal das Gargier, die Blüten. Kannst essen. Na, die Hecke wird immer größer da oben. Bald sehen die nichts mehr. So muss sein. Das ist der Plan. So. Gell? Oh, die Mausi kommt. Vom Koran. Hallo. Ich habe mein Mathebuch zurückgegeben, Ich hab mir Alumbuch geholt, weil der Lehrer macht uns die Musakkere. Und dann hole ich mir noch sowas für Alum, weil der, im nächsten Dings, da haben wir einen Mini-Test. Die hat immer... Ach, da ist der Garfield. Der wächst einfach nicht, Leute. Also die deutsche Tierärztin, ja. Das wollte ich euch sagen, die sagt, vielleicht ist es von so viel Inzucht, ne, mit den Katern hier und die Dingsbums. Also, dieses gibt dem halt auch nicht so groß. Man sieht halt nicht, was er hat. Irgendwas hat er, aber wir wissen nicht was. Wahrscheinlich sind es keine Parasiten, weil wir haben ja abgecheckt. Es muss was Innerliches sein. Weil hier halt alle Katzen miteinander rum und um. Na? Jetzt sind ja viele Mädels gestorben. Jetzt, ja, nicht mehr so viele. Wo geht ihr hin? Jonas, macht ihr Fankusch? Nein. Mesh. Ich fange. Grün. Grün? Das ist eine Nudel, Fankusch. Die wachsen das haben wir mal ein Video gemacht mit Fankusch. Das war lustig. Nee, wir sind gleich verabredet, nachdem ich hier bin. Wir machen Hausaufgaben. Verabredet für Hausaufgaben.
Das schmeckt dem bestimmt nicht, der schmeißt es gleich weg. Irgendwie doch, doch, nimm's. Wow, das ist echt... Süß, die Hände, gell? Ja. Leon, du hast ihn so oft geärgert, das hat er nicht vergessen. Seine Hände so anders sind der und das ist süß. Mach, ich mag Mama einmal, ich hab für Simsim einmal auch so gemacht. Denn ich habe von ihrer Hand so angeschlossen und mitgegangen. Ja. Der liebt Tiere, der Jonas, aber der will sie auch immer ärgern, ne? Und die Tiere, die vergessen das nicht. Wer ist denn jetzt das? Das ist Donna und Dexi. Dexi? Sag mal, ich sehe die voll als grau an. Das ist nicht auch. Das ist doch eine Dexi. Das ist Dexi. So. Ah ja, ich hab ganz schlechte. Jetzt hast's. Du, gell? Genau. Respekt hat er. Hier, nimm's. Nimm's. Du Fausel. So nett. Alles nett. Ist am Fressen. Der Prinz war wieder am Küchenfenster. Hat gemerkt, die Alte ist draußen. Dann gucken wir, was hier abgeht. Die spielen mit dem Garfield. Ich glaube, das wird eine Zwergkatze oder so. Weiß ich auch nicht. Heute haben wir wieder Maschi bekommen. Einen Teller von der Oma und eine ganze Schüssel von der Seloa. Ich brauche hier gar keine Krautwickel machen. Das kriegst du von der Ägypter immer gratis. Super, wenn man so eine Familie hat. Mach das. Die wissen ja, dass ich das nicht mache. Früher ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ganz am Anfang habe ich auch gerollt wie ein Bläde. Mach das jetzt nicht mehr. Und die wissen, dass mein Mann das liebt, dann schicken die immer was rüber, dass er nicht leiden muss, der arme Kerle. Mein Mann geht Sonntag und holt uns Tauben. Jonas wünscht sich Taube, hat schon lange nicht mehr gegessen. Das ist halt was Feines, gell? Und ja, dann darf ich die wieder, also jeder kriegt zwei, dann kann er sich's einteilen. Isst du alle beide an einem Tag und dann am nächsten Tag nur Beilagen oder hältst du eine auch für jeden Tag eine? Ne? Er kauft dann 8 Stück. Schauen wir mal. Inshallah. Guck mal, die geht da ganz hoch. Die gehen Vögel fangen da oben. Deswegen fangen die immer Vögel, ich denke immer. Krass. Und dann verstecken die sich und lauern da oben. Ja, ist auch ein schönes Leben für die Katzen, weißt du? Guck, die Donner ist es. Ja, kommst du? Hast jetzt genug? Komm, Mama muss auch reingehen. Yunis guide, but how am I fish wakterwa? Mashi, roch betak. Kullu delwati salli. Yalla, boy. So, hier oben sah es nämlich aus wie ein Nest. Das Gewurstel. Ja, wow. Guck, gerade eben hab ich was gegeben. Das war nichts. Die schreit schon wieder. Das war nicht mal vor 20 Minuten. Hier stinkt es nach Rauch. Verbrennt da was? Ja, Ferial! Helibelik min Halla, Tasa! Shim Duchan! Fi Duchan andak! Mashi! Ich hab gesagt, Belhena wa Shifa! Ja, Shukran! Die ist die hat schon gegessen. Ich hab grad Rauch gemerkt. Na? Faddalo hat mich eingeladen und der Fausi, der frisst alles weg. Hanoi, mir geht. Mir hin au. Komm, hopp. Yalla. Hört ihr das Schaf? Also, ich will es ja echt nicht, aber das ist nervig. Ich mag die Cleo, Mama Cleo. Aber ich glaube, mein Mann hält es nicht aus. Ramadan, so ein Stress. Wegen einem Schaf, das machen wir nicht. Wenn die nicht aufhört und die wird nicht aufhören. Ja, so, jetzt gehen wir wieder rein. Das war's. Ja, wird ganz schnell dunkel. Guck mal, da kommt die Schimschim zu Mami. Ja, die will immer beißen. Ja. Ja, ich hab dich auch lieb. Hört ihr die Mama Cleo? Also, wenn jemand einen Tipp hat, wie man so ein Schaf ruhig stellen kann. Am Anfang war es noch lustig, aber jetzt finde ich es nicht mehr lustig. Die schreit nur, wenn sie schläft. Muss man sie einsperren ins dunkle Zimmer oder was? Das ist auch nicht schön. Geh, Mausi.
Ja. Na, durch deine Zähne wachsen, gell? Die jucken. Ich weiß, die jucken. Guck mal. Guck mal, wie die rein können, aber das tut nicht weh. Das ist, trotzdem sollte man das nicht machen. Ich freue mich aber jetzt, dass sie kommt. Normalerweise müsste ich jetzt Nein sagen. Ich unter meiner Abaya. Ich müsste jetzt Nein sagen, aber ich bin ja froh, dass sie wenigstens kommt, ne? Als freies Äffchen. Freiwillig zu mir. Gell? Ja. Zwar mit Attacken, aber ist dir kalt? Jetzt duschen die Hände so. Vorne in den Bauch noch. Ist das dreckig? Mach mal was. Mach. Ja, siehst du, da hast du mich gekratzt. Lausel mich mal. Ja, lausel mich. Ja, süße Mauschi. Aua! Seht ihr, das Training hat sich schon gelohnt. Ein bisschen was, ne? Ja, ja. Das muss man halt mit den Affen machen. Der Winter war gar nicht schlecht, ne? Da haben wir uns schön trainiert. Ja. Simsim ist die süßeste hier. Der Fausi ist der Beste. Und die Sheila ist die ängstlichste. Aber die wird auch noch. Gell? So süß, echt. So goldig, kann nimmer. Zuckerschock, Zuckerschock. Wer mag die Simsim auch? Schreibt mal Simsim in die Kommentare. Hashtag, ja. Simsim. Oder schreibt mir mal, was ist euer Lieblingstier hier im Stall? Das würde mich mal interessieren. Bestimmt Fausi, Bambi, Prinz. Au, und Simsim. Na? Und redet nicht über alte Tiere, dann werde ich traurig. Und die Heidi natürlich. Na? Also verstorbene Tiere oder so. Das ist ja klar, das zählt jetzt nicht. Na? Ja. Klar, eine Maus. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Ich weiß schon, wer Papadoodles schreibt. Ich mag eure Papadoodles. Die Barbara. Okay? Okay. Jetzt kuschel ich mal. Versuch mal zu kuscheln. Und nicht immer rumbeißen. Nein, Simsim. Ist das deine Art, Liebe zu zeigen? Nur reinbeißen? Das geht nicht. Naja. Hallöchen. Die genießen das heiße Wetter hier, gell? Ja, wir haben ja bestimmt 25 Grad im Haus, in dem Zimmer. Und ich habe sie ein bisschen mit Puder eingerieben, ganz leicht. Ich habe einen Floh gesehen. Trixie ist nicht so gut vielleicht, oder ich habe zu wenig gegeben. Na, ich wollte vorsichtig sein, nicht zu viel. Einen Floh auf der Rosi. Ja. Meine kleinen Süßen. Der Otto ist noch schüchtern. Guten Appetit. Ja. So, da schlafen die immer drin. Da springt noch keiner hoch. Aber der versteckt sich immer hinter der Waschmaschine, der Otto. Der kommt schon. Da versteckst du dich? Warum? Der hat noch Angst vor dem Licht. Ja. Der kleine Otto. Bist du ein Feigling? Nein. Du hast so schöne grüne Augen. Komm raus, komm. Lecker, lecker. Schnell versteckt filmen, gell? Ja, die Kleinen wurden einfach auf die Straße geschmissen von der Mutter, gell? Weil sie das Brot weggefressen haben. Ja, was sollen die denn noch fressen, die Armen? Es gab nur Brot. Jetzt haben wir hier Trockenfutter und alles da. Die Mäuse. Ich habe die Cindy gebadet schnell. Dann haben sie an ihr rumgeleckt, dann kam sie raus. Und jetzt krault die Cindy praktisch ungewollt. Die Rosi und die Knurrt, sagt man's. Mir fällt so ein Wort nicht ein, was sie macht, ihr wisst.
der sieht aus wie so ein Wildkater, ne? Diese Wildkatzen. Bist du eine? Also schon sehr hübsch, gell? Muss man sagen. Zuerst fand ich Otto, naja, so braune mag ich ja gar nicht. Was, Schildkröte neben mir, das hab ich gar nicht gemerkt. Ja, was ist da los? Lass mich. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja. Ihr Süßen. Ja, jetzt muss ich langsam mal ausschalten. Wird ja 30 Grad hier drinne. Ich hoffe mal, die beißt mir nicht in die Katze und frisst die Katze auf. Die Cindy. Was machst denn du? Ich habe noch mal im Internet geguckt, wie das heißt, schnurren. Und in der Zeit besteigt die Cindy die Rosi. Ich guck dann wieder rüber, zack. Die Rosi, was macht die mit dir? Schnurren, nicht knurren. Caps, Maddox, Rosi. Lecker, lecker. Ja, die stößt doch zu hell. Gujo. Seid ihr goldig. Was passiert, wenn eine Schildkröte eine Katze heiratet? Dann gibt es Schildkatzen. Ja. Keine Schildkröten, Schildkatzen. Ja, guten Morgen, meine Lieben. Unser tägliches Schafbrüllen, das gibt's doch nicht. Also, wir werden die verkaufen müssen. Ich hätte ja gern das Baby behalten, aber es bringt ja nichts. Braucht ja noch Milch. Und Mahmoud hat die Schnauze voll. Gell? Also weißt Mama Cleo. Die letzte Chance, was wir machen. Montag, Dienstag kommt ein Mann und tut hier hoch Mauern. Hier, die Mauer hoch. Und die Kuh kommt auf die andere Seite, dass sie die Tür nicht aufmacht. Und dann bleiben die Ziegen hier mit den Schafen. Und wir hoffen... Lass mich mal kurz sprechen. Könnt die Wäsche abhängen? Das wäre lieb. Dankeschön. Warte mal, guck mal, hier ist alles okay. Ja. Ihr tut euch sonnen. Ja. Weil an Ramadan so ein Gemähe im ganzen Dorf, wir kriegen ja bald Beschwerden. Das geht nicht. Gell? Und ihr sonnt euch auch? Ruh, ruh. Ruh, ruh. Ja. So. Das tut mir echt im Herzen weh, also eigentlich auch nicht so ganz. Aber das geht nicht, dann kriege ich immer sogar mehr Geld von er. Wir haben ja 4,7 bezahlt, mit Baby, denke ich, kriegt man bestimmt 500 Pfund mehr. Ne? So ein schönes Baby. Selber schuld, wenn du so rumschreist. Und im Internet steht, mein Mann hat sie so erzogen zum Schreien. Weil immer, wenn die schreit, kommt er raus und gibt ihr Futter. Jetzt hat sie es gelernt. Wenn die schreit, kommen mir, wie die Dummköpfe und füttern, füttern, füttern. Und die schreit in einer Tour. Hobby-Schafe, könnte man auch gucken. Warum schreit mein Schaf? Die hat uns trainiert so. Wir haben sie so gemacht, aber die hat schon von Anfang an schon geschrien. Gell, weil ich alleine war. Ja. Runtergefallen. Masch. Es ist morgens. 7 Uhr noch was. Heute gibt's 28 Grad. In 3 Tagen kommt schon wieder 32. Jonas, das war schon mal Nommel. Ja. 32 Grad in 2 Tagen, 3 Tagen. Ach. Leute, würdet ihr so ein Schaf behalten? Also nee. Es tut mir ja leid, aber das geht nicht. Mama Cleo, selber schuld. Dann tauschen wir dich ein in ein schwangeres Schaf. Geht nicht, geht nicht. Ich habe jetzt schon wieder die Faxen dicke. Morgen schon so ein Gebrüll. Kriegst doch Kopfschmerzen. Wahrscheinlich deswegen wurde sie auch verkauft. Jetzt gucken wir erst mal, was die Kaninchen machen. Habt ihr Babys? Oder wie, oder was? Guten Morgen. Akku zu niedrig für Blitz. Na gut, gucken wir mal. Hier ist nix, da ist nix. Hallöchen. Nee, keiner schwanger. Huh, alles leer hier. Habt ihr alles gefuttert? Alles weggefuttert? Wieso seid ihr jetzt so unzahm? Eda, was ist los?
Mäuse. Kleine Puppilis. Kuckuck. Na, leave me alone. Boah, könnt ihr das aushalten? Was würdet ihr machen? Stur bleiben, nichts geben, das bringt ja auch nichts. Die schreien auch, wenn sie sich verlieren, das Baby mit der Mutter. Wenn das Baby irgendwo ist und sie sieht sie, dann schreien sie. Aber die ist ja nebeneinander, na also schreit die, weil die uns trainieren will und Hunger hat. Ja, gut. Aber so geht's den ganzen Tag, auch nach dem Futter. Und das geht nicht. Bei aller Liebe, gell? Schnurri! Die Princess, das kann man nicht machen. Ja. Na, ihr Mäuse, wie geht's euch? Ist es schön hier? Ja, du willst raus. Noch nicht, aber jetzt habt ihr mehr Platz, ne? Habt ihr mehr Platz und Futter habt ihr auch noch. Alles gut. Hier könnt ihr rumspielen, gell? Vielleicht kommt doch mal die Maus vorbei. Ja, fein. Hallo. Schade, Akku 5%. Ja, und Vögel könnt ihr auch anglotzen. Guck, lecker, lecker. Na, Mütze hockt noch auf der Stange. Alles gut. Ich komm. Na, ist doch super hier. Nee, er will ganz raus, die Mopsi. Das geht nicht. Gell? Du auch, Maddox? Ja, hier kommen auch mal Bors vorbei, die könnt ihr auch schnabulieren. So Eidechsen und Geckos, gell? Ja! Du kleines Schatz. Und die anderen sind auch schon voll zahm. Die bewegen sich keinen Meter, wenn ich vorbeilaufe im Bad. Ja, und der Garfield schreit, gell, ihr ruft. Die rufen euch. Hey, wer seid ihr? Wir sind die Trinis, das sind die Trausis. Ja, so ist es. Süße Katzen. Knurrst du durch die Tür? Die knurren sich an, was ist hier los? Na gut, Leute, das war's im Video. Ihr seht, was bei uns immer los ist. Ne? Bis die Tage, Maschelema. Boi, boi. Garfield, du weckst mir einfach nicht. Ich weiß nicht, was der hat. Ja, boi, boi.